herzlich willkommen. Es geht weiter in einer neuen Folge. Heute ist im Auftrag des Königs. Diesmal in der Version 2.5.7. So ist es, weil ich mache so ein bisschen die Testversion mit. Oh, jetzt ist er wieder richtig am Liegen, der Ork-Söldner. Der letzte, voraussichtlich letzte hier. Ja doch, der ist der letzte. Wenn ich hier mal durchgehe. Ich habe ja, soweit ich weiß, diesen Klumpen zuletzt gekloppt. Dann werde ich mal im Off, ich glaube nicht, dass sich irgendwie nur großartig was verbirgt, im Off mal die restlichen Klumpen hier mal abhacken und melde mich wieder, wenn ich das hier durch habe. Mittlerweile befinde ich mich jetzt hier in der hintersten Ecke. Ich brauche nur noch, welchen brauche ich denn nur noch? Ich glaube nur noch den hier. Nee, Quatsch. Diesen hier, den wollte, habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Und dann gucken wir mal, was wir denn da für Fähigkeiten haben oder bekommen haben durch dieses viele Hacken. Ja, pro Klumpen ist das unterschiedlich. Mal kriegt man ein, zwei oder auch gleich drei hintereinander. Also auf jeden Fall lohnt sich das. Und dann gucken wir auch im Inventar, wie viele Eisenerz und Erzbrocken wir dann hier gehackt haben. Ja, es fliegt immer noch was durch die Gegend. Ja, und auch es dauert länger, bis man zu Ende gehackt hat. Jetzt gucken wir mal die eigene Fähigkeit. Oh, 40%, das ist doch schön. Ja, dann gucken wir auch mal ins Inventar. Oh, jetzt wird aus der Mine eine Tropfsteinmine, oder wie? Es regnet in der Mine, auch gut. Regen in der Mine, habe ich den dich denn schon? Ich glaube nicht, ja genau richtig. Jetzt gucken wir mal nach, wie viel Bröckchen wir haben. So, 106 Eisenerzbrocken und 60 Erzbrocken. Was mir noch im Inventar aufgefallen ist, hier steht plötzlich Fackel drin. Und wenn ich drauf gehe und gedrückt halte, ja, dann kann ich mich hinstellen hier in einer ganz schönen, leckeren Position. Und wenn ich wieder loslasse, dann geht die Fackel wieder weg. Habe ich vorher noch nie gesehen, weil die normalen Fackeln sehen eigentlich so aus im Inventar. Was das jetzt wieder für eine Neuerung ist, oder die gab es schon länger, ich weiß es nicht. Schreibt doch bitte in den Kommentaren, was das für eine Special-Fackel ist. Eine Stehfackel oder sowas. Weil die führt ja nicht mit. Ja, jetzt haben wir alles durch. Jetzt können wir wieder aus der Mine heraus. Und gucken, was wir dann als nächstes zu tun haben. Also sowas, es regnet in der Mine. Hier nicht mehr. Oder? Nein. Aha. Aha. Der Regen geht vor mir her. Auch gut, ich melde mich wieder, wenn ich wieder draußen bin. Oh, da ist auch schon der Ausgang. Und es regnet auch draußen. Dann gucken wir mal ins Logbuch. Erzmine. Jetzt steht hier, die Erzmine ist frei. Jetzt muss ich dem Statthalter nur noch 3 magische Erzbrocken und 5 Eisenerzbrocken übergeben. Das heißt, wir werden mal in die... Wo habe ich denn meine Burg? Auf welchem Kanal? Da ist er, auf die 6. Ja, manchmal weiß man das nicht so genau. Und Teleport zur Burg. Und da ist auch schon Bruno, der Statthalter. Wohl erstmal ein Stuhlsitzer. Wegen der Erzmine. Ja, was ist mit der Mine? Sie ist wieder frei. Die Ork-Söldner sind erledigt. Hier sind die Erzbrocken, die ihr haben wolltet. Na, das ist ja klasse. Ja, soweit ich weiß, müssen wir noch eine Mine befreien. Salzmine hatten wir ja, glaube ich, schon. Gucken wir nochmal eben kurz rein. Salzmine. Nee, die muss ich auch noch befreien. Aber wieso müssten erst beseitigt. Ach ja, Biester. Dann habe ich noch, hat man mich angeschrieben, nicht im Kanal, sondern privat. Auch das kommt vor. Ich sollte doch nochmal in den Sumpf gehen. Da liegt noch ein toten Dieter rum und vielleicht lässt sich da noch was finden. Bestimmt noch was finden, auf alle Fälle. Oh, ich muss mich regenerieren, reorientieren. Oh, dieser Regen macht wirklich... Der macht einen wirklich kirre. Also, runter zur Stadt.
Und dann gehe ich jetzt mal hier mal nochmal in diese Barkeeper-Geschichte rein, also hier in dieses, in diese Taverne zum lustigen Knappen. Oh, hier ist Klaus. Hey du! Wie geht's, Ende? Wäre gewagt. Mhm. Steht das Ende dazwischen? Auch lustig. Ja, Victor, hey du! Einfach mal noch ein bisschen nachfragen. Es kann ja sein. Okay, das sind alles nur Flavor-Texte. Es kann ja sein, dass noch irgendwas ist. Okay. Das Ende auch am Ende. Ja, dann werde ich mich zum Sumpfen begeben. Hier brauche ich nichts mehr. Erstmal gucken, was ich überhaupt für Fähigkeiten habe. So, also, ich habe... Oh, 24 Lernpunkte. Ja, da das ja nicht live ist, würde ich euch fragen, was, in was ich investieren muss. Aber auch da habe ich eine private Nachricht bekommen. Ich sollte doch noch Goldschmied lernen bei Hawk auf dem Schiffchen. Werde ich das jetzt vor dem Sumpf machen oder danach? Das ist die große Frage. Wir gehen rüber zum Schiff. Das ist jetzt mal eine spontane Entscheidung. Das heißt, wir teleportieren uns hier zum Strand, springen auf das Boot, und dann geht's rüber zum Schiff, wo wir herzlichst begrüßt werden mit Und sagen sie immer für den König. Naja, dann diesmal nicht. So, über das Schmieden von magischen Erzwaffen, wie ich Ringe und Amulette herstellen kann. Wie sieht's mir zu? Was ist denn Goldschmieden nochmal? Wo muss ich denn da? Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Welche Waffe willst du herstellen? Schwere Erz-Zweihänder, Erz-Bastard-Schwert, Langschwert. Ja, okay, das sind... Was ist denn Goldschmieden? Über das Schmieden von magischen Erzwaffen zeigen wir, wie ich Ringe und Amulette herstellen kann. Ich glaube, das ist das. Lass uns das mal erstmal gucken. Indem ich ganz einfach mal hier Quatsch gucken. Goldschmieden muss ja irgendwo stehen. Suppenbolzen schmieden. Nein. Wo war denn Goldschmieden? Stufe 2 Waffenschärfen, Stufe 2 Schmieden gelernt. Gibt herstellen. Ich will hier nichts mit Goldschmieden, oder? Meine Augen sind schlecht. Metall wurde ich sagen. Doch, ganz unten, das vorletzte. Goldschmied 0. So, dann werden wir ja mal. Habe ich schon gespeichert? Ich speichere jetzt einfach mal ab. Und über das Schmieden. Zeigen wir mal Bolzen. Ja, genau. Gucken wir mal, ob das Goldschmied ist. Zeige mir, wie ich Ringe und Amulette herstellen kann. Bevor man Goldschmiedearbeiten an einer Werkbank durchführt, sollte man sich darüber im Klaren sein, was man schmieden will. Man benötigt für das jeweilige Schmuckstück, welches man erstellen will, entsprechende Zutaten. Man sollte daher genug Erz, Schwefel, Silber, Quarz, Bergkristall, Kronstöckel, Heidelwurzeln und Feuerwurzeln dabei haben, bevor man mit seiner Arbeit beginnt. Schmelze alle Materialien in einem Gefäß und forme die Materie, sobald sie etwas fester wird, zu einem Ring oder einem Amulett. Die Zutat entscheidet, welche Eigenschaft das Schmuckstück haben soll. Du bist nun in der Lage, einfache Ringe und Amulette herzustellen. Wenn du allerdings mächtigere Schmuckstücke herstellen willst, dann kann ich dir das ebenfalls beibringen. Aha. Das heißt, mächtige Ringe und Amulette herstellen kosten nochmal 5 Lernpunkte. Guck ich mal als erstes, ob in der vorletzten Zeile Goldschmied Stufe 1 ist. Wir haben noch 21 Lernpunkte. Ich finde, das könnte man doch nochmal erweitern. Zeige mir, wie ich mächtige Ringe und Amulette herstellen kann. Das ist überhaupt nicht schwer, nachdem du die Grundlagen gelernt hast. Du benötigst für das jeweilige Schmuckstück, welches du erstellen willst, einfach nur mehr Zutaten. Wenn du genug Erz, Schwefel, Silber, Quarz, Bergkristall, Kronstöckel, Heilwurzeln oder Feuerwurzeln dabei hast, kannst du auch sehr mächtige Ringe und Amulette herstellen. Du bist nun in der Lage, mächtige Ringe und Amulette herzustellen. Wenn du allerdings ein Meister in Goldschmiedearbeiten werden und noch mächtigere Schmuckstücke herstellen willst, dann musst du noch viel mehr lernen. Aha, noch viel mehr lernen. Das heißt also, über das Schmieden mit magischen Waffen. Aha, das heißt also, hier gibt's nichts mehr, keine Erweiterung. Muss noch mal kurz speichern. Und dann überlege ich mir, ob ich mir nicht noch ein bisschen Geschick oder Kraft zulege. Sieht's denn aus? 16 Lernpunkte.
Wir haben Stärke 61, Geschick 60. Mana. Wer kann nochmal Geschick machen? Das, ich glaube, du nicht. Feuer, ja. Ich will meine... Doch, du wohl. Kostet gleich wieder 5 Lernpunkte. Hehe. Mach ich. Von mir erfährt keiner was. Geschicklichkeit plus 5. 15 Lernpunkte, Leute. Auch schön. Das ist teurer geworden. Ach, das gut. Ist damit. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Das ist doch alles nur Gerede. Ich will. Tatsache, bleibt so. Oder habe ich zuerst nicht geguckt? Hä? Noch 6 Lernpunkte, ja. Waren doch erst 10. Na, Inflation hier. Hey, Talente-Inflation, ich glaub's ja nicht. So, Konrad, so, Gernot und Ganelun. Würde gerne wissen, nein, das ist der Falsche. Wir werden zum Gernot rüber. Ich muss nochmal zurück, nach Tamora. In Ordnung. Ja, da sind wir wieder angekommen. Was sagt uns das Logmo über erfüllte Mission? Ja, das wollte ich wissen. Okay. Dann, wie viel haben wir denn eigentlich noch an Magie? Kommen wir noch rum? Ja. Ja, wunderbar. Klappt doch alles. Hervorragend. Dann zum Sumpf, nachdem wir mal eine Nacht genächtigt haben. Wieder mal bei der Bertha. Weiß ich nicht, was ich mit dieser Bertha immer auf anfangen soll. Alles Fleisch. Nur ein Fleischstück. Gut. Ah, jetzt gibt's bestimmt wieder Mecker. Nee, doch nicht. Okay, keine Mecker. Und dann geht's runter zum Sumpf. Ja. Der Sumpf. Gucken wir nochmal sicherheitshalber auf der Karte. Der Sumpf ist uns genau unter uns. Das heißt also hier in die Richtung. Das kennen wir ja. Indem wir hier durchlatschen. Und dann liegt er dahinter. Ja, also das werde ich dann auch raffen. So, am Sumpf angekommen. Oh, ich sollte mal abspeichern. Dann schauen wir mal, was hier noch so rumkreucht und fleucht. Soweit ich das weiß, sind noch Sumpfhaie im Teich versteckt. Und ein Wassergolem müsste noch irgendwo sein. Ach, da hinten ist er, der leuchtet. Gut, dass er so blau leuchtet. Okay. Okay, also wenn ich mich jetzt hier rechts halte, und ich weiß, dass noch gefährliche Warane, Sumpfsnapper sind das. Sumpfsnapper hier sind. Feuerpfeil. Was ist denn da jetzt runtergefallen? Ach nee, Blätter oder was? Das ist eklig hier. Mag es nicht. Okay, hier ist ein Sumpfkraut. Dann speichere ich mal hier kurz ab. So, da hinten ist nämlich... Oh, da ist was. Hier ist ein Sumpfsnapper mitten im Schilf. Und da hinten ist noch so eine Sumpfgasdrohne. Gasdrohne, nicht Grasdrohne, sondern Gasdrohne. Absicht oder Druckfehler? Oder Schreibfehler? Man weiß es nicht. So, dann gucken wir mal hier. Da hinten ist auch noch was. Aber das wird nicht angezeigt. Bestimmt der Hai. Oh, da hinten sind die Haie. Hier ist die Sumpfgasdrohne. Ah, jetzt hat sie mich. Ah. Mein Gott, im Grunde genommen müsstest du doch explodieren. Ah, ich habe keine Feuerpfeile mehr. Ach, wie toll ist das denn? Hallo? Wo ist meine... Das ist wieder eine Reaktion vom Roland gewesen. Ich bin feierlich. Glück gehabt. Da ist nichts zu holen. So viel Energie verballert. Und nichts zu holen.
Was habe ich denn hier? Ach, ich habe nur normale Pfeile. Ah, oh, wieso bin ich nicht am Schärfen gewesen? Ja, das hätte man alles planen müssen vorher. Das heißt also, da ist der tote Dieter. Oh, war ja. Dann wagen wir uns mal zum toten Dieter und looten ihn mal. Nee, das ist der Daniel. Wie komme ich denn auf Dieter die ganze Zeit? So. Kommt wer hier mehr hinterher? Bisschen Abstand nehmen hier. Nee, kommt mir keiner hinterher. Dann gucken wir mal, was der Daniel. Nicht der Dieter, Daniel. So, der grüne Noviz. Brief an Eltern, schiffbrüchige Klaus. Hier, an Ruben. Brief von Daniel an Ruben. Hallo Ruben, obwohl du mich gewarnt hast, habe ich es riskiert, das Sumpfgebiet zu betreten, aber hier wimmelt es nur von Moorleichen und anderen Monstern. Ich komme hier nicht mehr raus. Hoffentlich findet jemand später meinen Leichnam und kann dir diesen Brief geben. Leb wohl, dein Bruder Daniel. Oh, der Daniel. Nee, nicht Burg. Stadt. So, Ruben. Ruben, sitzt du in der Stuben? Nein, Ruben ist vor der Stuben. Hey. Hast du einen Bruder namens Daniel? Ja, aber wieso fragst du? Weil ich deinen Bruder gefunden habe. Er ist tot. Was? Daniel ist tot? Ja, diesen Brief hatte er bei sich gehabt. Er ist also im Sumpf gewesen. Ich hatte ihn doch so oft gewarnt. Warum hat er nicht auf mich gehört? Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Ich danke dir, dass du mir seinen Brief gebracht hast. Ach ja, und was wollte dein Bruder im Sumpf? Was wollte dein Bruder im Sumpf? Im Sumpf? Nichts. Er wollte zu dem alten Innos-Tempel, der hinter dem Sumpf liegt. Er suchte dort ein altes Buch. Ein altes Buch? Das muss ja sehr wertvoll sein, wenn man dafür sein Leben riskiert. Um was für ein Buch handelt es sich denn? Nun, um ein altes Buch eben. Ja klar. Aber wie es heißt, weiß ich nicht. Auch über seinen Inhalt kann ich dir nichts sagen. Wie? Du weißt nicht, welches Buch dein Bruder gesucht hat? Nein. Und jetzt, wo Daniel tot ist, spielt es auch keine Rolle mehr. Aha. Ach ja, ich habe im Tempel ein Buch gefunden. Das ist ja wieder mal interessant. Ich habe im Tempel ein Buch gefunden. Du hast das Buch gefunden? Wie heißt es? Es handelt sich um den 5. Band der Chroniken, ja, genau, von Tamora. Ach so, der 5. Band der Chroniken von Tamora. Ja, das könnte das Buch gewesen sein. Bist du sicher? Ja. So, so. Soll ich dir das Buch geben? Ach nein, behalte es. Ich habe kein Interesse daran. Wir sollten die Sache vergessen. Okay. Gucken wir doch mal im Logbuch. Da steht ein wertvolles Buch. Verschlossener König, der Orkser Ründer. Wo ist denn jetzt hier der Tote? Kann er schon. Ja, der ist erledigt. Okay. Dann gucken wir noch mal hier diesem wertvollen Buch nach. Der 5. Band, der ist mit Sicherheit nicht das Buch. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass Rubens Bruder gesucht hat, sonst hätte Ruben ganz anders reagiert. Deshalb ist nur, dass sein verdächtiges Verhalten viel behalten, ja. Vielleicht werde ich zu einem späteren Zeitpunkt im Tempel fündig werden. Ich werde bestimmt nochmal auf die Insel zurückkommen. Aha, das heißt also, in irgendeinem anderen Kapitel werden wir hier nochmal in den Tempel müssen und dann nach dem Buch suchen, also ist das eine aufgeschobene Quest. Abspeichern bitte. Ja, dann lasst uns mal wieder ein bisschen was verkaufen an Finko. Hey. Ein bisschen Kohle. Ja, dann gucken wir mal. Was können wir wirklich entbehren hier? Haben wir ein paar Waffen zu viel? Ja, zack. Die müssen wir noch schärfen nachher. Ich habe 6 Käse, das ist gut. Irgendwas, was wir wirklich nicht brauchen, ist zum Beispiel, was ist das hier? Da.
Ring der Magie. Mana Bonus 5. Ach, was soll's. Dann haben wir hier. Ja, okay, das werden wir alles behalten. Feldräuberzang, Wert 2, mir doch egal. Ripperfell, ja auch guten Knochen. Drei Zähne. Ja, die Golemherzen behalten wir noch. Mit den Lurkern-Eier. Ach du Scheiße, die sind auch noch alle bewohnt. Habe ich gar nicht aufgemacht. Passiert was, wenn ich so ein Ding aufmache? Soll ich das mal gucken? Eine Klappmuschel, die habe ich vergessen zu öffnen. Oh, Aquamarin, da sollte ich doch mal am besten aufpassen, dass ich das nicht verschwendere. Feld eines Schattenläufers, das behalte ich. Haut eines Reptils, 13, 6 Keilerfälle, ja, wieso nicht, ne? 16 Haut eines Reptils, zack, 12 Flügel, die bringen mir, glaube ich, nichts. Wolfsfälle, die werde ich jetzt auch mal verkaufen. Ja, dann Kohle brauche ich bestimmt, leere Wasserflasche kann ich mit Wasser füllen. Salz und das brauche ich alles noch. Was haben wir denn hier? Silberne Schale in Holz. Okay, Silberbrocken brauche ich selber. Schädel haben keinen Wert. Krautstampfer. Okay, das war's bis hierhin. Dann gehen wir hoch zum Goldschmied. Beziehungsweise zur Werkbank. Es heißt ja, dass ich... Nee, lass uns erstmal hier Pfeile kaufen. Weil ich kann keine herstellen, weil es wie immer an wie an sieht's Federn mit dem Zubehör. Was brauchst du? An Federn fehlt. Ach, jetzt ist sein Inventar ist auch anders. Okay, hier gibt's Rohstahl 2 Stück. Ich soll ja auch ein bisschen hier ein bisschen schmieden lernen. Kaufe ich mal. Also, wie teuer ist so ein Rohstahl? 15. Okay, 15 kostet das der glühende Rohstahl. Aha. Naja. Okay, was haben wir denn hier? Beutel mit Pfeilspitzen hat er nur. Ach nee, er macht ja nur Pfeilspitzen und Pfeile. 100 Stück. Los, komm her. Da kann ich alles schärfen. Dann gucken wir uns nämlich gleich mal an der Werkbank an, wie sich das mit dem Goldschmieden verhält. So. Und dann geht's runter. Er hat ja hier so eine Werkbank. Das hieß ja auch Goldschmieden an der Werkbank. Na, schauen wir mal. Amulette schmieden. Was bietet er mir an? Flammen. Aha, Erzschwefel, Feuerschutz, Harnisch. Erz, Eisen, Erzwaffenschutz. Ein Eichenhaut. Was ist das? Ach so, okay, Geisteskraft-Amulett. Erzhaut-Amulett, Wendigkeit, Goblinbeeren, Geschick, plus 10. Aha, das ist das, was es gibt. Ah, das ist schön, das ist gut. Kraft 1, Erz, Drachenwurzel, Stärke. Wie bitte Lebenskraft, rotes Erz, Kronstöckel, 4, Heilwurzel, gibt Leben plus 40. Magie, gibt Mana plus 10, Goblinbeere, Geschick plus 8. Oh Gott, da muss man wirklich überlegen, was man dann macht. Und die Erleuchtung. Aha. So. Ich werde erstmal Pfeile bearbeiten. Dann melde ich mich wieder. Man kann Feuerpfeile herstellen oder auch schärfen. Wir werden die schärfen. Ja, nachdem ich gerade eben meine Pfeile geschärft habe, gibt es ja noch Ringe schmieden. Gucken wir da mal drauf. Auch einen Flammenring gibt es mit jeweiligen Schutzfaktoren. Feuers, wahrscheinlich Schutz gegen Feuer natürlich, Holzhaut, Steinhaut, Eisenhaut, Erzhaut, Geisteskraft, Verteidigung, Unbezwingbarkeit, Schutz 2/3, muss man mir erklären, Unbesiegbarkeit, Quarzschutz 3/5, ah, im Ladebildschirm gab es doch irgendwie was. Oh, auch was mit Schrägstrich stand. Kann mir jemand in den Kommentaren schreiben, ob ich da richtig liege. Dann Gewandtheit, dann Geschicklichkeit, dann Lebenskraft, Lebendigkeit. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Riesenarsenal hier an Sachen, die man hier schmieden kann. Astrale Kraft, ja, Astrale Kraft, was macht das?
Erleuchtung, okay. Dann leuchte ich wahrscheinlich im Dunkeln. Nein, Geisteskraft wahrscheinlich. Nee, das ist ja wieder was anderes. Dann haben wir hier Macht. Zurück, Ende. Gut, dann haben wir noch, Moment. Ich hätte zurückgeben müssen, und zwar Rüstung verbessern. Da gibt es nichts. Gürtel herstellen. Da gibt es auch nichts. Okay, haben wir wahrscheinlich nicht die Sachen dazu. Oder Salzbrocken zerkleinern. Einen Salzstein bearbeiten. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich mache das mal. So, ich habe mal ein bisschen Salzbrocken zerkleinert. Und jetzt gucken wir mal, ob so ein Salzbrocken auch was bringt. Hier haben wir nämlich Salz. Ach ja. Der Salzbrocken an sich ist doch so ein weißes Teil, oder? Ist es das? Ja, ist ein Salzstein. Okay, lassen wir mal einen Salzstein. Es ist Zeit zu übernachten und das werde ich auch mal tun. Und dann werde ich noch mal gucken, was wir noch alle so im Logbuch stehen haben. Und ich meine, dass wir dann in der nächsten Folge mal die Salzmine in Angriff nehmen. Gucken wir mal ins Logbuch. Hier ist nämlich die Salzmine drin. Ja, der Bruno braucht natürlich noch als Beweis was. Erfüllte Mission. Ist mir aufgefallen, Silbermine. Da steht hier, der Eingang zur Silbermine ist verschüttet. Erst wenn der Eingang frei ist, kann man die Mine wieder in Betrieb nehmen. Dann habe ich aber dem Statthalter schon 5 Silberbrocken übergeben. Die habe ich aber nicht aus der Salzmine. Das ist ja lustig. Ob trotzdem da irgendwie noch die Silbermine freigeschaufelt wird durch seine Buddler, das werden wir mal sehen oder später in Erfahrung bringen. Ja, die Salzmine. Da fällt mir gerade ein. Lasst uns doch zur Burg und dem Telem Bescheid geben. Fällt mir gerade noch so nebenbei ein zum Schluss. Und zwar Telem. Er hat uns doch auch über den Stamm... No! Da stammel ich doch tatsächlich von der Stufe hier. Er hat doch uns von dem Stammler auch miterzählt. Dann wollen wir mal gucken, ob Telem irgendwas für uns noch hat. Als Belohnung oder... ob er das nur zur Kenntnis nimmt. Ah, ich höre schon, er ist wieder am Wunder wirken. Elem wirkt Wunder. Da ist er. Ja, wusste ich's doch. Der Spuk ist zu Ende. Der Spuk ist zu Ende. Der Stammler ist erlöst. Bei Adanos. Du bist wirklich ein Held. Wer weiß, wozu dich die Götter noch bestimmt haben. Ich habe gehört, dass du nach Tamora gekommen bist, um Bruno dazu zu bewegen, König Roba wieder die Treue zu halten. Und? Hättest du was dagegen? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe es immer als Fehler angesehen, dass sich die Insel vom König getrennt hat. Nur gemeinsam wird es uns möglich sein, die Orks zu besiegen. Alleine aber werden wir über kurz oder lang ihre Sklaven werden. Das sieht Bruno leider nicht so. Ich weiß. Aber wenn du so weitermachst wie bisher, wirst du Bruno eines Besseren belehren. Davon bin ich überzeugt. Adanos möge dir auf jeden Fall hierzu die Kraft geben. Danke. Ja, okay. Keine Erfahrungspunkte. Okay, ist ja nicht schlimm. Aber bis hierhin einen guten Tag wünsche ich euch. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Sage tschüss, lasst einen Daumen da und schreibt fleißig Kommentare. Ich bedanke mich. Ciao.